Was ist nur los an der Imbissbude? Döner für 7,50 Euro, Currywurst, Fritten und Cola für 10 Euro. Damals noch schön die alten Zeiten mit 3,50 Euro war das. 3,50 Euro hat 7 Euro, geht gar nicht mehr. Wann endet die Preisspirale? Wird der Döner zum Luxusgut? Ich finde, es ist eine soziale Frage, wenn wir davon ausgehen, dass der Döner sowas wie das türkische Brot der Berliner ist. Das mulmige Preisgefühl am Imbissstand wird von harten Zahlen gestützt. Also wir beobachten seit Anfang 2022 wirklich starke Preisveränderungen. Berliner und Brandenburger lieben ihre Imbisse, doch Durchschnittspreise um die 6 Euro für eine Zwischenmahlzeit wie ein Döner im Brot oder eine Currywurst mit Pommes lassen viele an selige vergangene Zeiten denken. Ich erinnere mich auch noch so an 3 Euro früher und da hat es absolut nicht wehgetan. Also da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Also ich bin seit 2009 in Berlin. Ich glaube, ich habe in der Anfangszeit, das Billigste war vielleicht mal so 3,50 oder so. Vor allem wie schnell die Steigerung vonstatten gegangen ist, war erstaunlich. Ich meine, irgendwo ist es ja auch nicht verwerflich, denn mehr Gewinn machen zu wollen. Ist ja letztlich, die wollen auch von irgendwas leben. Und wenn die Preise teurer werden müssen, die müssen auch die Mitarbeiter bezahlen, ist schon irgendwo sinnig, dass es passiert. Wir wollen wissen, warum sich die Imbisspreise in der Region so verteuert haben und ob sie aus Verbrauchersicht gerechtfertigt sind. Beim Amt für Statistik sammelt man dazu berufsmäßig Zahlen und die sind für Verbraucher leider immer noch schlecht. Doch es gibt auch leichte Zeichen der Entspannung. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Ukraine angegriffen wurde, der Angriffskrieg. Das hatte insbesondere Auswirkungen auf die Energiepreise, auf die vorgelagerten Wirtschaftsstufen, auf die Erzeugerpreise. Also sehr starke Preisveränderungen hatten wir tatsächlich in 2022. 2023 haben wir nicht mehr so ganz starke Teuerungen gehabt, aber wir sind immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Interessant hierbei ist, dass sich die Teuerungsraten durchaus unterscheiden. In Berlin lag sie in den letzten 2 Jahren bei 21%, in Brandenburg nur bei knapp 16%. Unsere Recherchen in 4 Brandenburger Städten und Berlin stützen das. Man kann davon ausgehen, im Ballungsgebiet, da haben wir natürlich sehr viel Angebot. Wir haben viele Touristen, die hier unterwegs sind. Und da kann man sich oder kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das Preisniveau da doch ein bisschen anders ist als jetzt auf dem platten Land, wo es vielleicht ein bisschen später dann ankommt. Brandenburg an der Havel. Wir sind beim Imbiss von Ibrahim Gensch. Sein Dönerpreis ist in 4 Jahren von 4,50 Euro auf 6 Euro gestiegen. Seine Currywurst mit Pommes von 5 auf 6,50. Da haben auch viele gemeckert. Wir kaufen keinen Döner mehr, ist zu teuer geworden, alles sowas. Aber Döner ist ja immer noch harmlos, das billigste von allem. Ja? Dann kommen sie trotzdem dann irgendwann wieder zurück. Zurück in Berlin treffen wir uns mit einem, der wohl wie kein zweiter Übersicht über die Berliner Dönerpreise hat. Seit 4 Jahren ist der Dönerguide Berlin online und Leo alias Don Fladenbrot weiß, die steigenden Preise sind in der Community ein großes Thema. Wir haben die Seite im Jahr 2020 aufgemacht und da war der Index, von dem wir mal reden, der Dönerindex bei ungefähr 4 Euro, 4,50 Euro. Jetzt knapp 3 Jahre, 3,5 Jahre später gehen wir eben steil auf die 7 Euro zu. Und insofern ist das natürlich für die Leute eine Preisentwicklung, die sich bemerkbar macht. Weil es auch in diesem kurzen Zeitraum passiert ist. Heute ist man mit einem Zehner vielleicht noch mit einem Getränk dabei. Früher hat man dafür vielleicht noch sich und einen Kumpel oder die Freundin, die bessere Hälfte, noch irgendwie satt machen können. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Zum Gleichessen. Berlin Theodor-Heuss-Platz. Bei Prime Kebab sind wir am oberen Rand des Preisspektrums in Berlin. 7,50 Euro kostet heute der Döner, 3 Euro mehr als vor 4 Jahren. Ein sehr guter Döner. Das ist im Vergleich zu den restlichen Buden in Berlin, die wir jetzt schon so getestet haben, tatsächlich ein sehr teurer Döner. Lohnenswert ist er dennoch in meinen Augen, weil er ist jetzt auch trotzdem noch lecker. Er ist nicht so, dass man den Eindruck hat, man kriegt hier nicht etwas für sein Geld. Insofern ist der Preis hier vielleicht auch immer so ein bisschen die Aussicht auf das, was uns vielleicht in den nächsten Jahren noch blüht. Ist da die Dönerpreis-Schmerzgrenze vielleicht schon überschritten? Wenn ich sehe, ein Döner kostet über 7 Euro, dann habe ich keinen Hunger mehr. Also sobald ich da einen Zehner hinlegen muss, vorbei. Für mich gibt es da keine Schmerzgrenze. Diese Menschen wollen ja auch leben. Boah, mehr als 7,50 möchte ich nicht ausgeben für einen Döner. Ich glaube, wenn wir dann irgendwann bei Hamburger Preisen so um die 10 Euro angekommen sind, dann koche ich noch öfter zu Hause wahrscheinlich.
In einem kleinen Experiment wollen wir herausfinden, wie sich die Preise für Verbraucher entwickelt haben, die sich ihre Wurst und die Pommes einfach selbst machen und stellen den gleichen Effekt fest wie am Imbissstand in Berlin. Um 21% ist die Bratwurst in den letzten 2 Jahren teurer geworden, die Tiefkühlfritten stiegen um satte 52%, Mayonnaise legte um 57% zu und Ketchup verteuerte sich sogar um 77%. Im Imbiss fällt es mir natürlich viel mehr auf, weil ich auf einmal vielleicht 2 oder 3 Euro mehr bezahle. Aber bei den Verbraucherpreisen sind wir auch ganz schön nach oben geklettert, ganz klar. Ja. Der Imbissbudenbesitzer, der bekommt Großhandelspreise, aber auch die sind gestiegen. Davon können wir ausgehen. Dem Eindruck, dass Imbissbudenbetreiber einfach nur die Gewinnmarge erhöht haben, tritt Betreiber Matthias Wolf entschieden entgegen. Seine Currywurst mit Pommes geht in der Berliner Rankestraße für knapp 7 Euro über den Tresen. Seine Mitarbeiter bekommen aber auch deutlich über Mindestlohn. Das würde sich auch gegenüber meinen Mitarbeitern rumsprechen und die haben ja, würden ja relativ schnell einen Eindruck gewinnen, dass der Chef sich immer nur bereichert und es nicht weitergibt. Und das würde sich natürlich negativ auswirken. Und da bin ich natürlich stark interessiert, dass das nicht der Fall ist und dass auch die Mitarbeiter mit reinem Gewissen hinter dem Produkt stehen. Ja, die müssen sich ja auch in ihrer Freizeit Essen leisten können. Zurück in Brandenburg. Wir sind beim Kebabzelt in Cottbus. Auch hier hat sich preismäßig in den letzten 4 Jahren einiges verändert. Der Dönerpreis ist von 4,50 Euro auf 6 Euro gestiegen. Die Currywurst mit Pommes von 4 auf 5 Euro. 3 Döner mit extra Fleisch gibt es für knapp unter 20 Euro. 19,50. Und? Das ist ein guter Preis. Also für 3 Döner ist das eigentlich ganz gut. Uns fällt auf dem Land wird genauer auf den Preis geschaut als in Berlin. Auch weil das Verhältnis tendenziell familiärer ist. Ich kann teuer machen, aber ich kann nicht. Das ist das Problem. Aber alle hat er gemacht teuer, siehst du auch bei Döner, bei Staat und so. Aber bei mir ist, ich kann nicht. Ich mache so Preis. Weil alles Stammkunde wie Freunde, wie Familie, wie Schwester, wie Mutter, so. Doch auch in Berlin kann man noch echte Schnäppchen finden, meint Döner-Tester Don Fladenbrot. In Spandau zum Beispiel. Der Döner auf die Hand für glatte 5 Euro. Ja, der sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Hat sogar ein selbstgemachtes Brot, macht es den anscheinend nach. Also das ist gar nicht das typische Fladenbrot, was man so kennt, dieses Dreieck. Gerät ist gut belegt, würde ich behaupten. Also wir reden immer vom Preis-Leistungs-Verhältnis bei uns auf der Instagram-Seite. Und da kann ich mich an der Stelle überhaupt nicht beschweren. Für 5 Euro kriege ich hier echt was in die Hand. Wer heute nach Schnäppchen sucht, muss auf jeden Fall genauer hinschauen. Ansonsten stellen wir fest, die Steigerungen lassen sich aufgrund der für alle gestiegenen Einkaufspreise durchaus nachvollziehen.